Hallo zusammen und willkommen zurück hier zu Lamas Gaming Channel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich freue mich, dass so viele von euch mitmachen und so nette Kommentare geschrieben haben zu meiner kleinen Herausforderung an euch. Jetzt muss ich es natürlich auch schaffen, selber hinterherzukommen und habe mir fest vorgenommen, in den nächsten Tagen die freien Minuten für Dysons 4 zu nutzen. Und dann lasst uns keine Zeit verschwenden. Los geht's. Ich habe hier nur noch ein bisschen Ordnung reingebracht, ein bisschen aufgeräumt nach der letzten Folge, dem Start in unsere neue Serie. Ihr seht's hier, der Anfang für unsere Mall ist gemacht. Wir haben hier also fast nichts aufgebaut oder ich habe hier ohne euch fast nichts gemacht. Ich habe nur hier ein Storage hingemacht, um einen kleinen Puffer zu haben. Das gleiche habe ich hier hinten gemacht. Und habe da auch gleich nochmal eine Frage an euch. Ich habe die hier jetzt nochmal näher rangesetzt. Ich weiß, dass die Kollisionsabfrage neu gemacht wurde mit den Bändern. Das wurde in einem Patchnote erläutert. Und ich denke, so dicht konnten wir doch früher die Montagemaschinen nicht setzen, oder? Deshalb habe ich mich auch hier tatsächlich in der letzten Folge vertan. Ich konnte die alle jetzt noch eins näher hier ranrücken und habe so jetzt hier dann auch die 1,5 pro Sekunde Leistung mit, nein, da natürlich nicht, aber hier, um die volle Leistung von diesen Greifern hier zu haben. Allerdings klippt das hier tatsächlich mittlerweile dann teilweise ins Förderband rein, aber wenn ich es weiter wegsetze, habe ich nur noch die Hälfte der Geschwindigkeit. Also habe ich mich jetzt so entschieden, das hier nochmal anzupassen und habe hier auch noch eine zusätzliche Produktion gemacht für die Magnetic Coils, so dass wir jetzt hier auch, naja, immer müssen wir den Faktor 0,75 einrechnen, also drei Montagemaschinen sind 6 pro Sekunde und das mal 0,75, wir machen also 4,5 Magnetspulen hier pro Sekunde. Und hier machen wir auch das gleiche in iAssemblern 4,5 Platinen pro Sekunde. Und ich habe mir die jetzt hier einfach schon mal gespeichert, um den Leerlauf zu nutzen. Und mir, da wollte ich als nächstes hin, erst hier, zwischendurch einfach schon mal ein paar blaue elektromagnetische Matrix von Hand zu craften. Dann wollte ich jetzt hier hin, um mir hier schon mal die ersten kleinen Forschungen zu aktivieren mit handgecrafteten Matrix. Das kostet ja mich dann keine extra Zeit. Ich kann so ein bisschen schneller sein. Ich habe die Ressourcen zur Verfügung im Moment und packe jetzt hier einfach mal ein paar Sachen in die Liste und vor allen Dingen möchte ich Stahl haben, auch wenn der schon mit 120 relativ viele braucht. Ich brauche Stahl und zeige uns jetzt warum. Warum brauche ich Stahl? Wir wollen ja hier unsere Mall bauen und hier ist Wasser. Das heißt, ich muss jetzt erstmal sehen, dass ich hier mit meinem Platz hinkomme. Ich möchte gerne erstmal hier runterbauen und möchte mich dann nach rechts und links nach unten weiter vergrößern. Später. Wir haben jetzt erstmal hier nur die Rohstoffe für die Mall. Die Zahnräder, die Eisenbarren, die Ziegelsteine und die Platinen und die Magnetspulen. Und damit bauen wir jetzt gleich mal was auf. Allerdings sehen wir jetzt gerade hier den Hinweis, wir können jetzt uns zum ersten Mal durch die 10 blauen Matrix und die abgeschlossene Forschung in der Planetenansicht ansehen, was wir hier eigentlich haben auf dem Planeten. Die Venenverteilung oder Minenverteilung. Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch. 3,2 Millionen Eisen, 1,5 Millionen Kupfer, 6 Millionen Stein, viel Kohle. Rohöl 44, klingt ganz okay. Also ein Energetic Graphite, später hier werden wir nicht sterben. Ja, Kupfer brauchen wir auch am wenigsten. Wir werden sehen, wie wir damit hinkommen. Relativ ja, ordentlich Stein.
Und da werden wir uns später dann noch mit beschäftigen. Gut, schauen wir mal hier rüber. Hier haben wir dann Eisenadern und Steinadern. Das sieht dann nachher gut aus. Ich glaube, hier oben könnten wir dann nachher unsere Foundations produzieren. Aber schauen wir mal, ob wir so weit kommen. Jetzt starten wir mal mit unserem Warenlager. Dafür müssen wir natürlich hier die erstmal weiterziehen. Ich ziehe sie mal bis hierhin. Auf Glas habe ich erstmal verzichtet. Zum einen, jetzt fehlen mir schon wieder Förderbänder. Und wir bauen gerade Förderbänder. Und dann hängen wir hinterher nochmal 10 Matrix bauen. Gucken, wie wir davon noch brauchen. Bis die hier verlegt sind, sind auch die neuen Förderbänder sicher fertig. Und dann ziehen wir uns hier mal die erste kleine Mall runter. Und werden dann an Gebäuden, ja, alles, was für uns im Moment zur Verfügung steht, bauen. Außer den Matrix-Laboren. Das sind die einzigen im Moment, die Glas brauchen. Und das lohnt jetzt dann zum jetzigen Zeitpunkt nicht dafür, Glas noch in die Mall einzuarbeiten. Die fertigen wir uns dann gerade von Hand, die paar, die wir brauchen, um dann anschließend mit hohem Tempo durch die Forschung mit den blauen Cubes zu gehen. Ihr seht, ich habe mir hier schon was vorbereitet natürlich, deshalb habe ich auch schon wieder ein bisschen mehr Spielzeit. Ich habe mir den Planeten schon mal angeschaut, um einen Plan zu machen. Das braucht am Anfang dann ein bisschen Zeit, aber es wird, ich verspreche es euch, wir kommen jetzt voran. Muss euch ja irgendwo dann auch wieder einholen. Gut, machen wir noch einen kurzen Moment warten, bis hier die letzten Förderbänder gebaut sind. Da fehlen jetzt noch 62. Dann haken wir hier einfach mal noch. Ja, das müsste jetzt genau aufgehen. Da rein. Gut, ich habe das folgendermaßen vor. Ich setze mir hier jetzt gerade die erste Montagemaschine. Auch hier halt so eng, wie es ist. Und setze mir die Greifer. Ich glaube, da brauche ich auch noch welche. Und zwar alle. Auf 100% Effizienz kommt es hier jetzt ja erstmal nicht an. Wir setzen uns hier ein Warenlager hin und packen uns dann die Sachen von hier rein. Das heißt, wir brauchen 6 Greifer pro Montagemaschine, 6 × 18, 48. So viel habe ich doch gar nicht mehr übrig hier. Ich habe nicht nur 36, das heißt, ich brauche hier mal noch 20. Breche die hier mal ab und mache mir erstmal hier meine 20. Greifer, dass wir hier vorankommen. So, jetzt packe ich mir hier mit Shift-Klick meine Montagemaschine und ziehe mir die jetzt. Falsche Maustaste. Ich glaube, die sind noch gar nicht lang genug, die Förderbänder hier runter. Das sind jetzt 4. Nein, das wären, glaube ich, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da muss ich da unten halt mal noch ein paar Greifer setzen. Jetzt ziehe ich mir die hier. Ich erst warten, bis die gebaut sind. Mach mir hier schon mal, verlänger schon mal gerade meine Förderbänder noch. So. Auch noch. Jetzt packe ich mir hier die
Deutsch oder das Lager und ziehe es nach hier und pack jetzt mit der Tab-Taste. Moment. Genau, passe ich mir jetzt das Intervall an und habe die jetzt hier einfach alle gesetzt. Der letzte Greifer wird mitgesetzt und ich habe jetzt meine 8 oder Montagelabore, Montagemaschinen gesetzt und meine 8 Storageboxen gesetzt, ohne bei den letzten 7 hier jeweils mal noch einen Greifer zu machen. Also ein bisschen gelogen natürlich. Stahlschmelzen ist fertig, wunderbar. Ich muss natürlich hier noch, weil die Förderbänder noch nicht da waren, die letzten Sachen ziehen und habe jetzt alle Materialien in allen Montagemaschinen und kann jetzt einfach hingehen und sage mir hier, pass mal auf, hier möchte ich meine Förderbänder haben. Die brauchen hier entsprechend Eisenbarren und Gears, haben sie im Zugriff. Hier möchte ich meine Greifer haben. Können wir ja machen. Hier möchte ich meine Miner haben. Haben wir ja auch alles. Als viertes möchte ich meine Schmelzen haben. Und als fünftes. Als fünftes meine Montagemaschinen. Als sechstes mal. Als sechstes meine Lager. Ich spinkse immer auf meinen Plan hier und klicke dann daneben. Als siebtes meine Windturbinen. Und als achtes meine Tesla-Türme. So, davon brauchen wir natürlich jetzt auch noch ein paar hier, weil wir hier einmal Strom brauchen. So, und ihr seht's, alles läuft. Alles läuft. Vielleicht nicht immer mit 100% Geschwindigkeit. Spielt aber ja auch hier keine Rolle, weil ich natürlich von hier nur 0,5 pro Sekunde entsprechend reinholen kann. Das kann dann schon mal ist ein bisschen langsamer laufen. Macht aber ja nichts. Die Hälfte der Zeit stehen die nachher eh still. Wir stellen uns jetzt noch hier ein, wie viele wir von den entsprechenden Materialien jeweils speichern wollen. Hier brauchen wir schon immer relativ viele von. Und hier nicht ganz so viele. Da sollten uns das mehr immer 50er Stapel mal 3 auf jeden Fall reichen. Bei den Minern reichen uns eigentlich locker 2. Da war das 10er Stapel. Mehr. Gut. So, schauen wir mal. Das haben wir. Noch nicht. Da reichen uns auch erstmal 3. Und hier reichen uns erstmal locker 2. Und hier machen wir wieder 3 Stapel. Und von den Tesla-Turmen machen wir 2 Stapel. So, das kann sich jetzt auffüllen. Hier haben wir tatsächlich noch keine. Was fehlt hier noch? Hier fehlt auch noch ein einzelner Greifer für hier rein. So, jetzt läuft alles und wir haben überall schon die ersten, ja, unserer Gebäude im Lager, können uns hier zukünftig bedienen, könnten im Zweifel immer alles hier wechseln, dadurch, dass wir hier immer überall alle Materialien drin haben. Verschwenden wir zwar ein paar Greifer, aber es kostet ja letztendlich nicht. Das macht es einfacher zu bauen und einheitlicher. Und als nächstes nehmen wir jetzt hier die überschüssigen Platinen und Spulen und bauen uns daraus unsere erste kleine Produktion für unsere Electromagnetic Matrix. Das heißt, da ich hier noch keinen Platz habe, das wird jetzt ein provisorischer Bau. Ja, gehe ich jetzt einmal einfach hier rüber
Und von hier nach hier. Das werden wir also sicher irgendwann mal wieder abreißen. Setzen uns hier eins, zwei, die ersten Matrix-Labor, das ist sicher zu dicht. Und dann hier hinten entsprechend die Forschungslabore. Packen hier entsprechend unsere Rohstoffe rein. Sagen elektromagnetische Matrices, elektromagnetische Matrices. Und packen das dann hier einfach, koste es, was es wolle, nach hinten. Und hier machen wir den Forschungslabor draus und Forschungslabor draus und setzen uns einen Powerpole in die Mitte. Und los geht's. Jetzt können wir hier noch ein bisschen aufstocken. Mehr als drei können wir im Moment in die Höhe, glaube ich, sowieso nicht bauen. Wir haben aber auch im Moment keine mehr. Müssten wir erst nochmal Glas produzieren. Ihr seht's. Das nimmt Formen an. Jetzt können wir endlich in Ruhe forschen. Energetic Graphite ist natürlich sehr wichtig für uns, um dann auch endlich mehr Energie zur Verfügung zu haben. Die MK2 Greifer brauchen wir natürlich auch ganz dringend. Wärmeenergie. Ja, wir haben viel Kohle und Energetic Graphite. Da könnten wir sogar mit den Kraftwerken hier ein bisschen anfangen. Flüssigkeitsspeicher sind mir jetzt erstmal nicht so wichtig. Elektromotoren nehmen wir. Für die Bells MK2 brauchen wir erst noch andere Sachen. Dann schauen wir mal nach den Upgrades. Universumserkennung machen wir später. Dafür müssen wir erstmal Produktion aufbauen. Dafür müssen wir erstmal Stahl machen. Oh ja, eine Drohne mehr. Eine Drohne mehr. Energetic Graphite erforschen wir. Können wir gleich machen. Drohnenantrieb, Geschwindigkeit. Ja. Aber das hier hätten wir ja schon machen können. Ha, den Mekka-Flug. Na gut, fügen wir ihn jetzt erstmal hinten hinzu. Habe ich tatsächlich übersehen. Hat mich aber auch keiner drauf hingewiesen. Lebensdauer Sonnensegel. Das hier unten brauchen wir jetzt alles erstmal nicht. Wir lassen es mal dabei. Und forschen hier. Schauen mal, das läuft alles wunderbar. Und wir müssen uns jetzt erstmal noch ein bisschen Kohle holen. In dem Spiel hier halt tatsächlich das schwarze Gold, damit uns nachher nicht die Energie ganz ausgeht. Holen wir uns hier mal wieder 400 rüber. Und jetzt haben wir schon Stahl erforscht. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Liegen können wir ja noch nicht. Habe ich versäumt. Tür über mein Haupt. Was habe ich hier vor? Ich werde jetzt erstmal wieder ein paar Miner setzen. Und zwar hier beim Eisen oder beim Stein. Und dann bauen wir uns die Forschung für die Foundations auf. Okay. Könnten wir die denn jetzt überhaupt schon bauen oder muss ich da noch irgendwas freischalten? Umgebungsänderung. Was brauchten wir denn für die Umgebungsänderung? Okay. Da. Die brauchen wir noch. Das heißt, wir können aber jetzt schon mal. Die brauchen halt Stein und Stahl. Stein und Stahl können wir schon mal machen. Und dann setzen wir nachher die Montagemaschinen. Das geht ja ruckzuck. Das mache ich jetzt mal schnell. Setz mir hier meine Miner.
und setze mir hier auch meine Miner beim Stein und beim Eisen. Und zur Produktion der Foundations bin ich gleich wieder zurück. So, weiter geht's. Die Forschung läuft und läuft und läuft. Alle paar Sekunden kriegen wir hier eine neue Technologie. Was habe ich gemacht? Ich habe jeweils für 2 volle Bänder Eisenadern, also Eisenerz gesorgt und für 2 volle Bänder mit Steinen. Und jetzt können wir hier Foundations machen. Für die Foundations brauchen wir 1 Stahl pro Sekunde und 3 Ziegelsteine pro Sekunde. Das Ziel ist, 4 Montagemaschinen zu machen, um damit 4 Foundations pro Sekunde zu bauen. Und schauen wir mal, ob wir das zusammen hinbekommen. Dann beschäftigen wir uns erstmal mit dem Stahl. Es ist natürlich wieder Nacht. Gefühlt ist immer Nacht, wenn wir was bauen wollen. Stahl brauchen wir erstmal Schmelzöfen. Den setzen wir mal hier hin, den ersten. Und dann brauchen wir noch einen Schmelzofen. Und hier machen wir Eisenbahn. 1 pro Sekunde im Eingang und im Ausgang. Und hier machen wir Stahl. Da brauchen wir 1 pro Sekunde im Ausgang und haben aber nur 0,33333 pro Sekunde im Ausgang. Also alle 3 Sekunden 1. Das heißt, wir brauchen immer 3 Stück hier für 1 pro Sekunde bei Stahlschmelzen. Und hier brauchen wir dann 6 im Eingang. Kriegen wir 2x 3. Und hier auf der anderen Seite machen wir nochmal 2x in 3. Dann haben wir das hier voll ausgelastet, die 2 vollen Bänder, und kriegen halt 4 Stahl pro Sekunde, die wir dann gleich weiterverarbeiten. Die können wir natürlich einfach auf ein Ausgangsband packen. Da können wir ja 6 pro Sekunde bearbeiten. Dann packen wir das schon mal hier in die Mitte, damit wir dann jetzt auch hier schön unsere neue Funktionalitäten nutzen können. Entweder machen wir es halt einfach so, was bei kleinen Builds tatsächlich fast genauso schnell geht wie das Ziehen. Ja, Tipp-Klick und dann hier einfach setzen, setzen, setzen. So schnell sind unsere Drohnen ja sowieso nicht. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Ne, wir nehmen jetzt hier einfach mal. Okay. Hab doch hier unten drauf geklickt, oder? Wir wollen hier einen Bug oder was? Ich klicke hier. Ich klicke hier. Na, jetzt habe ich wieder ganz normal Ausgangsteil ohne irgendwelche Verknüpfungen. Das wollte ich auch haben. Also hier rein, hier rein. Und dann gehen wir hier raus. So. Hier haben wir wieder Eisenplatten und hier haben wir wieder Stahl. Cool, das haben wir auch. Und dann machen wir hier wieder 1, 2, lassen einen frei für den Powerpole. 2, 3 und jetzt 1, 2, 4, 5. Man kommt einfach mehr zum Bauen, ne? Jetzt setzen wir hier einen hin und hier einen hin. Ja, wir haben ja genug. Wetten, der Satz fällt mir gleich nochmal auf die Füße. Gut, jetzt haben wir hier auf die Schnelle 4 Stahl pro Sekunde gemacht. Jetzt brauchen wir dafür natürlich nach Adam Riese 12. Ziegelsteine. Die machen wir auch in der Schmelze. Aber vorher setze ich schon mal hier in der Mitte meine Montagemaschinen. Ihr seht, ich habe das
schon mal vorbereitet. Wir ziehen den Ausgang hier ein bisschen weiter. Ich weiß noch nicht genau, bis wohin. Diese ganze Rechnung, die ich hier mache, wieder jetzt, die geht natürlich nur auf, wenn ich hier am Ende MK2 Assembler habe. Ne? Wir setzen jetzt hier die Foundations und sehen halt 1 und 3. Wir haben halt jetzt 0,75 immer nur, weil wir hier, ja, sag schon, den Faktor, den Montagefaktor der MK1 Montagemaschinen drin haben. Wir produzieren halt im Moment einfach noch ein bisschen viel Stahl und Stein. Aber sobald wir die MK2 Maschinen haben, dann, ja, packen wir die hier drüber und dann passt das. Deshalb baue ich da jetzt nicht mehr auf. Im ersten Moment haben wir dann ein bisschen weniger. Gut, jetzt gucken wir mal, wie wir hier hinkommen. Wir müssen ja, wie habe ich mir das hier gedacht? Ich glaube, ich habe wieder gar nicht gedacht. Wir haben dann hier den Stahl im Eingang und wir brauchen den Stein im Ausgang. Und den Ausgang wollen wir natürlich hier haben, ne? So, idealerweise wollen wir den hier haben. Das heißt, ja doch, könnten wir eigentlich auch. Dann nehmen wir, ja, why not? Wir legen es jetzt nicht in die Mitte, sondern legen uns den Ausgang einfach hier rein. Warum eigentlich nicht? Machen wir mal anders. Ein- und Ausgang auf die gleiche Seite. Das passt ja trotzdem, dann müssen wir halt einen Greifer mehr setzen. Gut. Wir brauchen Schmelzer. Und zwar hier und hier. Und dann sagen wir hier, du machst Ziegelsteine 1 im Sekunde im Eingang und 1 pro Sekunde im Ausgang. So. Und hier machen wir es auch. Ziegelsteine. Warum kommt hier eigentlich noch nichts? Weil wir noch keinen Strom haben. Wir haben keinen Strom und wir haben keine Musik. Musik ist aus. So, dann machen wir hier den Ausgang. 1,5 pro Sekunde. 1,5 pro Sekunde, das passt. Dann machen wir hier 2 Eingänge. Und hier auch 2 Eingänge. Dann haben wir hier auch 1,5 pro Sekunde. Mehr als wir brauchen. Und setzen uns jetzt hier. Stopp. Machen einen Platz und oh, hätten wir sogar noch jede Menge Platz gehabt. Na gut. So. Strom hier. Was ist das, wenn wir da einen in die Mitte jeweils setzen? Das sieht gut aus. Okay. Hier brauchen wir nachher sicher auch noch Strom. Setzen wir mal. Nicht so schön gebaut, ne? So, wir haben hier so viel Platz. Wir haben hier so viel Platz. Wir setzen einfach mal den weg. Machen hier den fertig. Du sollst Foundations machen. Du sollst auch Foundations machen. Und dann haben wir hier dann hier ein Gang, das hier hinten kann sowieso weg. Jetzt hat man gesagt, der braucht pro Sekunde 3, also müssen wir vom Stein, ja, passt ja wunderbar. Dann haben wir jetzt hier 3 pro Sekunde im Eingang. Und hier holen wir uns den Stahl und hier holen wir uns den Stahl und hier machen wir noch
den Eingang, Eingang, Eingang. Jetzt brauchen wir noch den Ausgang. Da könnten wir uns ja hier... Setzen wir die erstmal hier. Ja. In eine Kiste packen will. Na komm, dann machen wir doch die. Und wir nehmen einfach jede eine Kiste für jeden. Komm, das soll der Geiz. Dann können wir hier ein bisschen Abstand lassen. Setzen die hier hin. Können uns unseren Strom in die Mitte hier irgendwo setzen. Und setzen uns zu jedem hier gegenüber eine Lagerkiste. Und wir produzieren hier 1 pro Sekunde, haben aber hier nur noch einen Ausgang. Dann nutzen wir hier zum ersten Mal die MK2 Reifer und speichern uns hier die Sachen weg. Gut, das kann auch weg, das kann auch weg, das hier kann auch noch weg, das kann auch weg. Das kann auch weg. Jetzt brauchen wir noch einmal Strom. Den holen wir uns hier. Und wahrscheinlich haben wir jetzt gleich auf einen Schlag ein riesiges Powerproblem, wenn das alles hier anläuft. Lagerboxen müssen wir uns gleich noch welche holen. Habe ich gerade keine mehr. Können wir dann hier noch mal ein bisschen aufstocken. Das hier kann auch noch weg. Soll ja ordentlich aussehen. Jetzt schauen wir mal hier. Ah, da oben fehlt auch noch mal Strom. Dann verlagern wir den hier. Und ihr seht, es flackert schon. Unser Strom, ja. Verbrauch. Hätten wir deutlich mehr, als wir jetzt herstellen. Das ist dann die Aufgabe für... die nächste Folge, unseren Stromverbrauch sicherzustellen. Für heute hören wir hier auf. Mal sehen, wie lang es nachher im Zusammenschnitt wird. Wir haben ja jetzt sehr viel bis auf den einen Schnitt am Stück gespielt. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Wir haben hier eine sehr schöne Produktion von den Foundations, die wir dann halt nachher nochmal ein bisschen pimpen mit den MK2. Montagelinien. Wir können jetzt übrigens auch fliegen, ja. Das haben wir auch schon erforscht. Hier haben wir unser erstes kleines Warenlager und die provisorische, ja, Forschungsabteilung gebaut. Ja, immer runter wieder mit dir. Die reißen wir sicher nochmal ab, aber wenn wir hier die Foundations haben, machen wir erstmal hier den See zu. Das machen wir beim nächsten Mal und die Stromversorgung machen wir auch beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Grüße aus dem Rheinland und lasst euch nicht in die Suppe spucken. Macht's gut, euer Lama.